Es gibt bei mir tatsächlich einen im Clan, zuletzt vor über einem Monat gespielt. Ich glaube, den sollten wir kicken, aber das ist auf jeden Fall was, was sehr, sehr interessant sein könnte. Und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, wir befinden uns im Update. Ich bin heute das erste Mal da. Ich habe den ersten Tag einfach mal verpennt, weil es mir nicht so gut geht im Moment. Ich bin so ein bisschen männergrippal angeschlagen und da schlafe ich im Moment lieber, als dass ich mich vor irgendein Tablet setze und so ein bisschen vor mich hin zocke. Schlaf ist die beste Medizin, das wisst ihr. Aber okay, wir sind angekommen im Update, also auch ich heute. Und das ist eine der kleinen, aber feinen Änderungen oder Verbesserungen hier, die ihr vielleicht nicht gewusst habt. Sie stehen in den Update-Notes, Leute. Sie stehen hier in den Patch-Hinweisen, so heißt es eigentlich. Und die stehen relativ weit unten. Die stehen relativ weit unten, glaubte ich zu lesen. Problem, falsche Einheiten. Also es gibt sehr, sehr viele Fehlerbehebungen. Und aber hier unten, das ist aber eine Fehlerbehebung. Das andere ist, glaube ich, was man hier oben sieht. Frostbeschwörer, Truppen, Balanceänderung ist es auch nicht. Aber irgendwo stand auch sehr, sehr witzige Sachen. Quality of Life Veränderungen und Verbesserungen im Spiel. Es gibt wieder Fortschrittsbalken auf den Infobildschirm. Das ist sehr, sehr schick, dass man endlich weiß, wo man so steht. Und auf dem Balken siehst du den Fortschritt zu auf deinem Rathauslevel maximal erreichen Level. Der Jubel auf Reddit war weltweit zu hören. Also ich glaube, auf Reddit ging es richtig ab vor dem Update und der Weltfrieden wurde auf jeden Fall wieder erreicht. Und hier unten steht auch nochmal, die wilde Fanfare auf Reddit erreichte 7,2 Punkte auf der Richterskala. Finde ich sehr, sehr witzig, dass Supercell auf jeden Fall auf Community hört oder was auch immer. Die Reaktion hier, die Emojis, das hat nicht ganz funktioniert bei mir, aber ich weiß jetzt, wie es geht. Und die angepinnten Nachrichten, das weiß ich jetzt mittlerweile auch. Und irgendwo stand das aber hier auch mit der Geschichte, dass das Vize und Anführer jetzt sehen können, wer länger als mal eine Woche nicht da ist. Ich glaube, eine Woche war bisher am längsten. Oder da stand halt zuletzt gespielt vor 3-4 Tagen. Aber das steht hier jetzt dementsprechend auch etwas länger. Das gibt es hier bei uns im Clan nicht, habe ich jetzt gesehen. Wir haben also, glaube ich, den weit entferntesten, meine ich, 4 Tage weit weg. Das stand da vorher auch schon irgendwo. Und so identifizierst du auf jeden Fall Leichen hier, wenn du sie nicht sowieso schon identifiziert hast. Also ich gucke ja sowieso immer mal, aber ihr seht zuletzt vor einer Woche hier beim Mac. Und wenn dann da irgendwann mal steht, zuletzt vor 2 Wochen, zuletzt vor 3 Wochen, zuletzt vor einem Monat, dann wird es Zeit, sich von jemandem vielleicht zu trennen. Das kann man natürlich vorher ankündigen, das ist das Coole. Das kann man natürlich vorher ankündigen, indem man einfach hier anpinnt. Achtung Mac, ich kick dich. Ja. Achtet mal auf eure Zeit und so weiter, aber ich weiß, wie man jetzt reactet. Das hat gestern bei mir nicht funktioniert, sowohl auf normale Nachrichten als auch auf angeheftete Nachrichten. Ich glaube, ich habe jetzt hier schon drauf reagiert. Ihr könnt das sehen, wer drauf reagiert hat. Ja, Proxy und Thorsten. Und ihr müsst nur auf eine Nachricht ein bisschen länger drauf gehen, dann bekommt ihr das Menü auch mit Profilbesuchen, melden, anheften oder halt mit den Reactions. Im Moment gibt es 5 Stück. Ich denke mal, da kommen noch so ein paar hinzu. Ich hoffe nicht so viel wie auf einem iPhone oder auf einem Android-Handy. Aber finde ich sehr, sehr gut. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen an die neue Optik der Chats, aber es gibt immerhin schon mal ein paar Interaktionen und das finde ich sehr, sehr gut. Aber lass mal nach Clash of Clans reingehen. Hier gibt es ja auch Neuerungen über den neuen Zauber und ich will auch ein bisschen was ausgeben. Ihr seht, ich habe auch ein bisschen was angehäuft, weil ich auch nichts mehr gemacht habe. Ich habe die Clanspiele auch verpennt. Also ich habe sie nicht verpennt, sondern ich habe sie nicht ganz abgeschlossen. Ja, 500 Punkte ist natürlich mau, klar, aber das bleibt auch jedem selbst überlassen. Aber ich denke mal, eins der, ich will nicht sagen wichtigsten oder fördergründigsten Sachen, ist hier ein Update auf die Zauberfabrik. Und die ist recht günstig mit 4 Millionen. Das ist allerdings auch Passgeld. Normal kostet das Ding 5 Millionen und 6 Tage 9 Stunden. Es kann sein, dass bei den kleineren Rathausstufen die 20% Passreduzierung nicht ganz passen. Das scheint nur ein kleiner Bug zu sein. Da stand manchmal, dauert normalerweise, was weiß ich, 12 Tage und dauert jetzt nur noch 4 Tage 5. Das sind natürlich keine 20%, das sind schon fast 50%. Und deswegen kann es da in den kleineren Bereichen kleinere Bugs geben, was die Anzeigezeit angeht. Aber ich finde es eigentlich gut, dass man jetzt sieht, normalerweise 8 Tage mit Pass. Ich meine, das macht einen den Pass natürlich noch wieder attraktiver. Dauert es halt 6 Tage 9 Stunden. Bei mir dauert es nicht ganz so lange, bei mir dauert es 2 Sekunden. Dann haben wir die auf jeden Fall
fertig und haben uns auch den neuen Zauber hier freigeschaltet. Allerdings habe ich gedacht, dass der Zauber, der Zauber kostet Elex. Nein, der Zauber kostet Dunkles. Okay, der Zauber kostet Dunkles. Dunkles kostet natürlich auch Helden. Dunkles kostet ein Pet und Dunkles kosten auch die neuen Truppen, die wir haben. Also wir haben den Bowler, wir haben den Schweinereiter. Das sind ja neue Truppen auf dem Max-Level. Im Elex-Bereich gibt es nur den Babydrachen. Ich meine, nur den Babydrachen sei mal dahingestellt. Es gibt auch Babydrachen-Taktiken und er wird ja auch gerne zum Funneln etc. genutzt oder zum Abräumen oder was auch immer. Was ich nicht mehr geschafft habe, ist der Giftzauber und der Golem. Die beiden Sachen habe ich leider nicht mehr geschafft vom Update. Wichtig ist natürlich auch die Kaserne mit 1+1 Anzahl an Päcker. Also mal sehen, was wir machen. Ich würde ganz gerne mein Dunkles als erstes ausgeben. Ich habe auch mal gerade so 281.000. Das ist echt nicht viel. Aber die würde ich ganz gerne in die Hox hier reinspenden, weil ich natürlich die Hox ganz gerne mal wieder spielen würde mit dem Hybrid. Und 280.000, wieso wird mir das so komisch angezeigt? Kann ich das nicht machen? Doch, kann ich machen. Jetzt beenden, Buch des Kampfes. Lohnt sich in jedem Fall. Normal kostet es 900 beim Händler. Machen wir fertig. Dann haben wir jetzt schon mal die erste Truppe maxed auf 13. Die netten Schweinereiter. Und jetzt habe ich allerdings... ja, okay. Ich glaube, ich habe noch eine Rune des Dunklen. Ich glaube, weil ich bin jetzt richtig blank hier. Ich glaube, ich habe aber noch eine dunkle Rune. Die nutzen wir. Die nutzen wir ganz klar und nehmen uns, wir nehmen uns die Bowler. Dann haben wir gleich die nächste coole Truppe, weil die Truppen gibt es auch als Supertruppen. Also sowohl die Hog Rider, habe ich ja erzählt, als auch die Bowler gibt es natürlich als Supertruppen. Jetzt habe ich kein Buch des Kampfes mehr. Das ist aber nicht so schlimm. Irgendwo gab es hier bei den Clanspielen ein Buch des Kampfes. Natürlich kann ich jetzt die Rune nicht nehmen. Wir sind doof. Das ist ein bisschen doof, jetzt kann ich die dunkle Rune nicht nehmen. Ich würde natürlich die dunkle Rune gerne noch nutzen, um was zu leveln. Wie machen wir das denn jetzt? Wir haben aber noch 100.000, okay. Wir haben aber noch 100.000 auf dem Kopf. Dann nehmen wir das Buch des Kampfes. Wir nehmen hier mal das Dunkle anstatt der Schippe. Wir nehmen hier den Ressourcentrank, den Uhrenturmtrank. Ja, komm, egal. Weg mit Schaden. Oder wir nehmen da oben die 9.000 noch mit rein. Dann haben wir noch ein bisschen Dunkles. Aber lohnt sich eigentlich nicht wirklich, um... jetzt gleich den Zauber zu machen. Okay, ist natürlich schade wegen der dunklen Rune, keine Frage. Im zweiten Tier würde ich ganz gerne das hier auswählen. Ich weiß, die dunkle Rune geht euch jetzt ganz, ganz schwer ab. Aber ich finde jetzt die Eule als Pet weiter zu leveln hier, das ist... Ich nutze die Eule erstmal nicht, deswegen brauche ich sie da nicht, sondern würde eher hier den Zauber weiter leveln, denn der braucht ja auch noch ein paar Ressourcen. Also machen wir die Bowler fertig, dann haben wir die zweite Supertruppe auch am Start und nehmen uns jetzt hier ihn hier. Das heißt also, wir beenden den jetzt erstmal mit dem Buch und dann haben wir ihn erst auf 2. Der geht, glaube ich, auf 4. Der geht bis auf 4 hoch. Ich habe noch 30 Dunkles. Ich glaube, so blank war ich noch nie. Was können wir denn hier eigentlich Nettes kaufen? Okay, Buch des Bauens und ein Buch des Kampfes nochmal. Auch nicht schlecht. Hier haben wir ein Unibuch. Da muss ich mal eben kurz in mich gehen. Ich mache mal eben einen Schnitt. Wie durch einen wirklich komischen Zufall habe ich jetzt wieder ein Buch des Bauens. Wo kommt das nur her? Und auch ein Buch des Kampfes. Sehr, sehr schick. Okay, dann können wir hier unten eigentlich weitermachen im Labor. Und können uns, ich meine, wir brauchen für einen Hybrid, das brauchen wir für einen Hybrid hier, würde ich sagen. Und deswegen nehmen wir das mit und beenden das auch gleich. Dann haben wir auch gleich die Kaserne auf Max Level. Hier unten, das Ding ist natürlich auch sehr schick. Allerdings, wenn ich jetzt vermehrt wieder Hybrid spiele, dann würde ich ganz gerne natürlich wieder die Kaserne nutzen. Und ich glaube, wir können noch was machen. Denn ich habe noch ein bisschen Elex im Pott, Leute. Aber lass mal gerade überlegen, Buch des Bauern, Buch des Kampfes, das haben wir ausgegeben. Das Ding hier nehmen wir einmal mit dem Hammer. Ah nein, das war doof. Ah doch, das war gut. Okay, das war das jetzt doof oder gut? Ja, das war in Ordnung. Wir nehmen die Elex-Rune hier, füllen einmal auf. Und dann können wir hier weiterlaufen lassen, weil jetzt muss ich erstmal ein bisschen farmen. Für den hier auf 4, um den auf 4 zu bekommen, 280.000. Ich habe jetzt halt keine dunkle Rune mehr. Das ist ein bisschen doof. Und weil ich sie jetzt ausgegeben habe, ist richtig, ne? Und ich habe auch keine mehr. Nicht, dass ich mich da jetzt verguckt habe. Nein, ich habe nur noch eine Goldrune. Okay, dann machen wir das etwas anders. Dann forschen wir hier ihn hier einmal weiter.
obwohl ich den hätte jetzt fertigstellen können, ne? Na egal, ich hab noch ein gutes Kampfes, den hätte ich jetzt fertigstellen können, ich Otto. Aber egal, den lassen wir laufen, läuft nur 12 Tage, mein Gott. Nach Einbruch von 4 Tränken läuft er jetzt nur 8 Tage, also ein Trank bringt immer einen Tag. 4 Tränke habe ich gerade eingeworfen, so ein paar kann ich mir sicherlich noch irgendwo holen. Und ich kann mir auch noch ein paar Baubücher holen, denn ich habe hier jetzt keine, ich könnte mir noch ein paar Tage einen Hammer holen. Ich glaube, ich hole mir ein paar Tage noch irgend so einen Hammer. Aber jetzt haben wir erstmal ein bisschen Elex ausgegeben. Kommen wir mal zum Gold ausgeben. Hier haben wir noch ein bisschen was drin. Ah, wir haben doch schon wieder Dunkles. Okay, wir haben doch schon wieder Dunkles. Nicht schlecht. Was ich im Moment gar nicht machen werde, glaube ich, ist hier die neuen Sachen hier bei der, beim Schmied hier, bei der Heldenrüstung. Weil ich weiß nicht, ob vielleicht noch jetzt irgendwann im Laufe des Monats ein Event kommt mit vielleicht einer epischen Ausrüstung für die Gladiatorin. Weil wir haben jetzt überall was Episches, obwohl beim Warden haben wir auch noch nichts Episches, ne? Okay, beim Warden haben wir auch noch nichts Episches, der könnte ja auch dran sein. Ich warte aber trotzdem erstmal und sammle mal ein bisschen und nehme die, ich meine, man kann ja jetzt mal umequippen und überhaupt mal zu checken, wie ist das eigentlich hier mit den Hogs und mit dem Haste, also mit der Tempoflasche. Und das machen wir auch. Machen wir allerdings in einem Hogrider oder in einem Hybridangriff, so würde ich sagen. Aber lassen wir erstmal ein bisschen Gold ausgeben. Denn wir haben nur noch einen Tag im Pass oder einen Tag 21 Stunden im Pass. Und wir bekommen natürlich wieder einiges hier rein. Also deswegen werde ich wahrscheinlich noch ein paar Tempoflaschen einwerfen bei dem Babydrachen, damit ich mir dann den Zauber auf Max hier leveln kann. Habe allerdings jetzt auch keine Zauberrune mehr, aber mal gucken, wie schnell die Runen nachkommen im neuen Pass. Kann ja sein, dass mal ganz, ganz vorne die Zauberrune steckt und dann haben wir den auch fertig. Aber hier bei der Defense würde ich sagen, fangen wir auch an zu leveln. Ich habe einen Hammer des Bounce und ich habe genug Geld hier. Das können wir mal so machen und 1616, da ist auf jeden Fall das Teil echt Gold wert, würde ich sagen. Und damit haben wir auch gleich die erste Def hier, die sich hier sehr, sehr schön, finde ich. Ich muss mal eben woanders hinklicken. Sehr, sehr schön hier rein integriert, wenn die Helden hier jetzt nicht wären. Dann würde man die auch ein bisschen sehen, aber sieht sehr, sehr gut aus. Und ich denke mal, macht in jedem Fall Sinn, Key Defenses hier recht zügig hoch zu haben. Das machen wir auch mit dem zweiten Scatter Shot. Wo ist er? Den habe ich gestern schon gesucht. Wo ist mein zweiter Scatter? Da ist mein zweiter Scatter. Den nehme ich mir aber mit dem Hammer des Bounds. Und dann haben wir die beiden schon mal weg. Das sind ja auch ein paar Tage. Ja, das sind ja auch ein paar Tage. Jetzt habe ich natürlich kein Gold mehr. Aber ich habe noch eine Goldrune. Die können wir hier auch investieren. Und dann lassen wir auch mal einen Bauarbeiter laufen. Denn alles wird hier nicht günstiger, Leute. Ich kann mich nur ganz schlecht entscheiden zwischen einem wirklich nett aussehenden Tesla. Also Design 1A. Oder aber vielleicht auch den ersten von denen hier. 17,6. Was kostet Tesla? Kostet 16. Okay, was kostet das normalerweise? 23 Mille, Leute. Volle Hütte. Mehr als 23 gehen da oben ja nicht rein. Dauert 11 Tage, 14 Stunden. Gönnen wir uns. Okay, den gönnen wir uns. Und haben wir noch was Billiges? Man kann ja echt nichts Billiges mehr machen. Aber wir haben natürlich noch Minen und Sammler, die wir machen können. Okay, die Minen und Sammler wollte ich jetzt nicht unbedingt mit einem Hammer des Bounds fertig machen. Das heißt, wir lassen die auch ruhig laufen. Muss alles eh irgendwie hoch. Und dazwischen ist ja auch genug Farmzeit. Ja, dazwischen ist auch genug Farmzeit. Das heißt, wir nehmen hier einen von denen. Wir haben jetzt noch 3 Bauarbeiter frei. Einen von denen. Dann nehmen wir einen Elixiersammler. Und wir nehmen eine Goldmine. 777, dann haben wir das auch so ein bisschen parallel. Ich würde nicht nur die neuen Designs sehen, Leute, denn ich sage ja immer, levelt auch die Minen und Sammler, denn ihr seht das, wieder 70 Trefferpunkte mehr, die Offensive diese Gebäude auch runterkloppen muss man ganz klar sagen. Und natürlich ganz davon abgesehen, die Produktionsrate pro Stunde nochmal um 700 erhöht und nochmal mehr Kapazität. Ihr könnt also länger offline bleiben und trotzdem laufen eure Minen und Sammler nicht über. Finde ich sehr, sehr gut und finde ich auch sehr, sehr gelungen, muss ich sagen.
Aber ich glaube, das war's. Ich habe mich hier blank gekauft oder fast blank gekauft. Ich könnte jetzt noch einen Sammler machen, aber ich wollte mir eigentlich was für Mauern aufbewahren. Aber da sind wir weit, weit von entfernt. Hier unten, das hat sich auch ein bisschen geändert, finde ich auch sehr, sehr gut. Anfragen und Verstärkung haben jetzt schöne Bilderchen bekommen, also für unsere Kinder. Aus dem Bälleparadies ist das sicherlich viel, viel besser, als dass sie lesen können müssen. Ja, also Anfragen ist halt Anfragen im Clan und Verstärken ist direkt hier mit Marken kaufen. Gehen wir mal rein. Ich habe nämlich noch die Rootreiter am Start, Leute. Mal sehen, ob die jetzt wirklich schlimmer oder besser wurden. Im Moment gibt es natürlich, es gibt keinen dunklen Lot. Okay, alle im Update gelandet. Alle im Update gelandet, weil es gibt überhaupt keinen dunklen Lot. Ja, okay, so ein bisschen gibt es schon, aber man sieht das schon, dass Update-Zeit ist, dann sind die Pötte erstmal alle leer. Keine Frage. Wir suchen uns aber mal einen raus. Ich muss ja erstmal zwei Angriffe machen, danach baue ich mal einen Hybrid nach. Und auch mit dem neuen Zauber, den würde ich natürlich auch ganz gerne mal antesten, wie der sich so spielt, sagen wir mal so. Wie lange er hält, sehen wir gleich. Die Folge wird also etwas länger. Ui, ganz, ganz viel Elex. Elex können wir trotzdem immer gebrauchen. Ne? Elex können wir trotzdem immer gebrauchen. Wir lassen uns aber nicht baiten. Oder wir lassen uns doch baiten. Ich guck mal gerade, ob wir uns doch so ein bisschen baiten lassen hier von irgendetwas. Wir nehmen hier den Hund. Und dort das Teil. Da können jetzt nur Riesenbomben liegen oder irgendwas anderes. Okay, da kommt Tesla raus. Tesla sind nicht so schlimm. Tesla sind nicht so schlimm, aber da ist auch schon ein bisschen was draufgegangen, glaube ich. Hier. 1, 2, 3. Und kriegen wir da noch ein bisschen was? Inferno vielleicht noch. Na, schade. Inferno haben wir nicht mehr ganz bekommen. Das macht aber nichts. Da sind die aber noch hart am Kämpfen hier. Okay, dann nehmen wir mal den Weg hier über die Clanburg, würde ich sagen. Nehmen wir mal den Weg über die Clanburg. Mal gucken, ob wir die noch wirklich gut gebrauchen können, die Rudi Riders. Und King hier mit rein. Der King und Queen Bug ist ja behoben. Also leider behoben, ne? Leider behoben. Okay. All in hier. Jetzt haben wir auch keine Zauber mehr. Ah, jetzt hätte ich die Gladiatoren ja schon mal umstellen können, ne? Sehr ärgerlich. Ich hätte die Gladiatoren umstellen können. Hätte Fahrradschlauch, ja. Hätte ich machen können. Noch haben die Leute hier ja keine erhöhte Def, muss man ganz, ganz klar dazu sagen. Und aber ich nehme jetzt trotzdem mal ich nehme den mal in die Ability mit rein. Es sieht nach wie vor sieht es ganz gut aus. Ne? Ich habe noch Heiler am Start. King ist noch full live da oben. Der geht dahinter, ist allerdings auch eine Diät-Titanin, auch nicht schlecht, aber hier in der Mitte wird es gerade mal kurz mal C. Okay. Und der Monolith gibt natürlich alles jetzt, um meine Meute dazu zerstören. Mal gucken, ob wir dagegen was machen können. Da kommen jetzt natürlich Skelette raus. Ja, war klar. Ich habe aber noch meine Queen hier. Habe ich gar nicht. Das ist mein World Champion. Wo ist meine Queen? Oh, die macht da hinten wieder was. Die habe ich wieder aus den Augen verloren. Meine Queen habe ich aus den Augen verloren und ihr habt gar keine Muggi mehr. Aber gut, dann geht die jetzt halt durch. Allerdings wird mein World Champion hier auch noch geheilt. Also die beiden natürlich im Team. Allerdings muss die Queen gleich wieder durch eine Mauer durch. King hat sich hier schon mal sehr, sehr gut durchgeschlagen. Ist allerdings auch wieder auferstanden. Und damit ich noch ein paar mehr Truppen jetzt in der Base habe, habe ich ja gar nicht, ich habe ja meine Ability gar nicht, ich habe ja gar nicht die Bogenschütze, entschuldigt bitte. Ich mache sie ja nur einmal unsichtbar, könnte das trotzdem noch klappen mit der unsichtbaren in Heilung geratenen, entschuldigt bitte, Gladiatoren und wir machen jetzt keine Schnellausbildung, sondern wir bilden ja, wollten ja einen Hybrid machen, ne? Wir wollten ja einen Hybrid starten. Okay, den können wir mal in den Müll werfen. Und können mal selber wieder einen nachbauen, würde ich sagen. Und was nimmt man für so einen Hybrid? Jetzt würde ich natürlich gerne mal den neuen Zauber antesten wollen. Also normalerweise nehme ich ja beim Hybrid mit 2 Heil, 3 von denen und einen Frost oder sowas. Das mache ich jetzt mal anders. Ich nehme mal einen von denen mit. Wie lange hält der hier auf der Stufe? 26 Sekunden. Okay.
26 Sekunden, ja, da bin ich wirklich mal gespannt. Da bin ich wirklich mal gespannt. Und für einen Hockrider-Angriff brauchen wir so ein paar von denen. Ich habe im Moment keine Supertruppe. Okay, das ist doof. Ich würde ganz gerne doch diese hier nehmen, denke ich mal. Nehmen wir mal mit dem Trank, weil das Dunkle sammeln wir im Moment. Und dann bauen wir die hier weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 würde ich sagen, könnten reichen. 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht nimmt man auch 4 mit. Es ist halt unterschiedlich. Aber wir haben die die Miner hier Max und wir haben jetzt unsere Max Hocks dahinter. 19 Stück würde ich sagen, nehmen wir mit. Dann haben wir noch ein paar Truppen über. Wir brauchen noch ein bisschen was zum Funneln, Leute. Wir brauchen noch ein bisschen was zum Funneln und vielleicht so einen. Der kann nicht schaden, also ein Headhunter. Für den einen oder anderen Held. Wir nehmen den Babydrachen. Eigentlich nehme ich mal ganz gerne Babydrachen mit zum Funneln und ein paar Cleanup-Truppen. So könnte es sein. Belagerungskaserne lasse ich mir dann gleich nochmal spenden. Wir brauchen gleich sowieso einmal einen Ballon mehr. Das heißt also, die nehme ich nochmal in Spendung rein. Mache den Angriff jetzt eben mal offline. Und ich würde sagen, wir boosten hier auch kurz mal, damit ich meine Folge in jedem Fall heute noch fertig bekomme. So Leute, ich habe die Gladiatorin jetzt noch nicht umgeswitcht, aber ich würde sagen, wir nehmen mal die Puppe hier rein. Warte mal, festhalten, ziehen, da rein. Und wir nehmen den Tempo hier auch mit rein. Mal sehen, so auf Level 1, weißt du. Mal gucken, so auf Level 1. Ich check das mal. Ich mache mal eben einen Freundschaftsklankrieg gegen eine echt starke Base. Hier von Toto FTP. Den greifen wir mal an, dann kann man sie mal testen. Ich meine, man kann das auch gegen seine eigene Base testen, aber die hier ist ja viel, viel stärker. Also mal gucken. Schauen wir mal. Mal gucken, ob da 7 Hocks rauskommen, weil in der vollsten Ausbaustufe sollen da 9 rauskommen angeblich. Da wäre ich jetzt auch wirklich, wirklich gespannt drauf, ob das wirklich 9 sind, weil wenn es jetzt schon 7 sind und auf der vollen Ausbaustufe erst oder nur 9, ist das natürlich echt wenig. Ob die das in 3 Minuten alleine schafft, das Dorf? Ob die das in 3 Minuten alleine schafft, das Dorf? Okay, wird ein bisschen eng mit Cleanup, würde ich sagen. Wird ein bisschen eng mit Cleanup. Aber wir können hier mal die Hocks nehmen, würde ich sagen. Warte mal, nicht bei der Riesenbombe. Wir nehmen gleich mal bei den... Warte mal, wo nehmen wir die? Hier beim Tesla. Mal gucken, wie viele da jetzt rauskommen. Ah doch, da kommen echt 7 Stück. Oh, Riesenbombe. Ja. 7 Stück, okay. Die da jetzt rauskommen, aber Alter, die machen aber trotzdem nochmal richtig Trouble, ne? Queen Instant Down hier. Und dann geht es hier weiter durch die Def hier, die ist gleich weg. Hier unten ist nur noch ein Magierturm. Okay, ist jetzt aber auch, die ist nicht so stark, die Base, und er hatte keine Clanburg. Ja, die Base ist nicht so stark und er hatte keine Clanburg. Wird aber ein bisschen eng mit Cleanup. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Kobolde und vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber jetzt können die sich, ah ne, da ist noch eine Luftabwehr, okay. Aber okay, es kommen scheinbar 7 Stück raus, also das wissen wir jetzt. Und ja, und das nur auf 1. Jetzt frage ich mich natürlich, maximal 9 Stück habe ich gelesen. Oder sind das dann doch mehr? Maximal 9 Stück. Wenn man das jetzt levelt hier. Lass mal gerade gucken, wenn ich jetzt mal einen hinzuwerfe. Ja, okay. Da gibt es erstmal nur unten die Trefferpunkte und die Schübe mehr. Okay. Alter, mein Stuhl, der fuckt mich schon wieder ab. Da gibt es erstmal nur die Schübe. Okay, dann gehen wir mal rein in die Suche hier. Okay, auf 1 ist jetzt natürlich, ist ein bisschen übertrieben. Oder untertrieben. Ich glaube, den muss man leveln. 1 Million, die kann ich mir nicht entgehen lassen. Ich habe den Wurzelzauber am Start. Und wir haben natürlich die neue Kaserne hier. Jetzt gucken wir mal, was war hier? Ich glaube, wir könnten mal hier rüber gehen. Nehmen wir mal mit. 1, 2, 3, 4, 5. Und... Tja, ich weiß noch gar nicht, ich weiß noch gar nicht, wie ich diesen Wurzelzauber sinnvoll irgendwo einsetze. Nur mal gucken. Nur mal gucken. Und ich will natürlich auch ein bisschen mit meinen Zaubern sparen. Nicht mit meinen Zaubern, mit meinen Mauerbrecher sparen. Die sollen da ja ein bisschen Richtung Adler gehen, okay. Wir sollen ein bisschen Richtung Adler gehen und mal gucken, wann ist der Adler. Oh, der Adler ist da nicht zu sehen, okay.
Der Adler ist da noch nicht zu sehen. Und wenn die Queen jetzt gleich da reingeht ins Compartment, nachdem sie dann vielleicht da hinten das mal weggemacht hat. Okay. Geht's jetzt rum? Müsste eigentlich rumgehen, ne? Och komm, nicht noch weiter. Okay, hier ist jetzt alles gewurzelt. Wo lassen wir jetzt mal den King hier laufen? Wir lassen ihn mal da laufen. Okay, ach komm, Queen. Okay, Leute, 26 Sekunden haben wir Zeit. Wir können hier aber mal vielleicht die Päcker reinschicken oder so. Mein Stuhl sinkt immer weiter ab. Ich bin gleich nicht mehr im Bild, Leute. Ich bin gleich nicht mehr im Bild. Okay, aber meine Meute geht jetzt natürlich auch nicht auf. Meine Meute geht jetzt natürlich. Queen bleibt bei uns. Queen. Die gehen jetzt natürlich auch nicht auf die toten Gebäude da, okay. Und wir nehmen mal den World Champion von da ganz hinten. Hier hinten machen wir ein bisschen Cleanup. Oh, da ist es C, da ist die Struggle-Falle, okay. Da ist es C, da ist die Struggle-Falle. Kriegen wir die beiden gefriest? Jo, wir kriegen beide weggefriest. Hier unten ist nochmal ein Royal Champion, okay. Hier unten ist nochmal ein Royal Champion. Den können wir giften. Und zack. Wo sind die Hawks? Wo sind meine extra Hawks? Ah, die sind da gespawnt, okay. Eieieiei. Cooler Hybrid. Cooler Hybrid mit den extra Hawks. Okay. Aber wird ein Timefail, oder? Ah ne, haben wir geschafft. Okay. Aber auch gerade so. Also gerade die 26. Ah ne, haben wir doch nicht geschafft. Okay, in einer 99. Aber ich denke mal, echt gut zu spielen, das Ding hier. Das üben wir ein bisschen weiter, Leute. Das üben wir ein bisschen weiter. Kann ich euch auch nur empfehlen. Und hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Jetzt könnte man natürlich mal sagen, wie fandet ihr meinen Angriff? Und dann könnten die alle mal ein Smiley machen. Kann man das mal so machen? Warte mal. Wo sind meine Angriffe? Da nicht. Da. Da. Könnte man natürlich sagen. Teilen. Teilen. Wie fandet ihr den ersten Hybrid von mir? Kann man ja so machen, ne? Und das ist ja jetzt ein Text hier. Und kann man hier jetzt auch drauf reacten? Ja. Geil. Jawohl. Daumen nach oben. Wenn ihr dieses Video mögt und wenn ihr noch weitere Videos von mir sehen wollt, bleibt am Kanal dran. Twitch.tv in jedem Fall wieder mit den Livestreams. Ich hoffe, dass ich meinen Stuhl bis dahin repariert habe. Ansonsten rutsche ich immer tiefer ins Bild. Nervt mich im Moment ein bisschen ab, aber ist nicht so schlimm. Und wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann immer schön reacten und am Ball dranbleiben. Danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto. Flash.